Wir wollen nachdenken über das Vaterunser, dein Reich komme. Ich bin so froh, dass ich zu diesem Abschnitt eingeladen wurde, weil das ist der beste. Also abgesehen von dem ersten Wort, Vaterunser, da habt ihr aber schon euch viele Gedanken gemacht und das Beste ist dann das Zweite. Was ist eigentlich das Reich Gottes? Ja, wenn wir sagen, dein Reich komme, was ist das eigentlich? Von was reden wir da eigentlich? Ich möchte euch zunächst mal ein bisschen mit hineinnehmen, was das Reich Gottes sein kann. Wenn wir an das Reich Gottes denken, dann denken wir oft an Königreiche und irgendwelche Staatsformen. Manche denken vielleicht an Paläste oder Kronen, manche haben die Queen vielleicht vor Augen, die gibt es ja nicht mehr, aber jetzt gibt es ja mittlerweile den King. Wir waren jetzt in England und ich habe tatsächlich die erste Banknote in den Fingern gehabt mit dem King drauf. Das war was ganz Besonderes nach, ich weiß nicht, gefühlt 500 Jahren Queen, jetzt gibt es einen King. Das steht uns vor Augen, wenn wir an Reich Gottes denken. Aber was ist eigentlich das Reich Gottes, wenn wir von der Bibel her das verstehen wollen? In der biblischen Welt ist das Reich Gottes der Einflussbereich Gottes. Da, wo Gott die Dinge bestimmt, da, wo er über Dinge entscheidet, da, wo er entscheidet, was da passiert. Und dieser Einflussbereich erstreckt sich über Raum und Zeit. Ja? Ein Königreich ist immer nur an einen bestimmten Raum gebunden und die Zeit, naja, klar, eine gewisse Zeit gibt es das, aber irgendwann ist es auch zu Ende, ja, wenn wir über Königreiche reden. Das Reich Gottes ist andersrum, das fängt jetzt erst richtig an und breitet sich dann aus, wird erst dann zu einer ganzen Fülle kommen in Zukunft. Und dieses Reich Gottes durchdringt sogar die Schöpfung. Also eine dieser Geschichten, wo das deutlich wird, ist Jesus auf dem See Genezareth, der dem Wasser und den Sturm einfach gebietet anzuhalten. Da wird deutlich, das Reich Gottes ist nicht wie ein Menschenreich beschränkt auf irgendwie Gesetze und Herrschaften, mit denen man versucht, ein Land zu regieren, sondern es umfasst die ganze Schöpfung. Ja, es geht sogar noch tiefer, es schließt Menschenherzen mit ein. Tiefe eines menschlichen Herzens, wie Menschen denken, was sie fühlen, was sie im Grunde prägt, all das schließt das Reich Gottes mit ein. Man kann das vergleichen, wenn man die Welt so als Schwamm sieht, ja, der trocken ist und dann kommt sozusagen das Reich Gottes, das Wasser hinein und durchdringt sozusagen alles in diesem trockenen Schwamm. Das ist Reich Gottes. Überall, wo dieses Wasser hinkommt, eindringt, reinsickert, alles durchdringt. Das ist Reich Gottes. Und Jesus hat, als er auf die Welt kam, diesen Einflussbereich Gottes sichtbar in die Welt gebracht und er steht da dafür, in seiner Auferstehung, dass dieses Reich Gottes einmal alles in allem sein wird und alles fassen wird und die ganze Zukunft bestimmen wird. Das Reich Gottes also ist uns durch Jesus nahegekommen. Es ist in unserer Welt, es ist sichtbar und erlebbar. Interessant aber ist, dass es nicht das einzige Reich ist. Wir leben in einer Welt, in der das andere Reich, das nächste Reich weiter besteht. Vielleicht könnt ihr die Folie weiterklicken zur nächsten. Ja, noch weiter, noch weiter. Ja, noch ein bisschen, zweimal noch, dreimal noch, jetzt, jawohl. Das Reich der Welt besteht weiterhin. Es ist nicht so, dass Jesus das Reich Gottes gebracht hat und zack ist das Alte vorbei, sondern wir stehen sozusagen zwischen den Zeiten. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo der Begriff zwischen den Zeiten herkommt oder zwischen den Jahren. Es gab mal eine Zeit, in der es in Deutschland evangelische und katholische Reiche gab. Also die eine Hälfte von Deutschland war katholisch nach dem Dreißigjährigen Krieg und die andere Seite war evangelisch. Und dann haben die Katholiken irgendwann eine Kalenderreform gemacht, weil sie gemerkt haben, der Kalender läuft irgendwie aus dem Ruder, wir müssen da noch ein paar Schalttage einklickern, sonst funktioniert es nicht mehr. Ja? Sonst ist irgendwann im Dezember Sommer, weil, wenn wir weitermachen mit dem Kalender. Und dann hat der Papst den Kalender geändert. Und die Evangelischen haben gesagt, also wenn es der Papst macht, dann ist es eh nichts. Ja, da waren wir ein bisschen dickköpfig. Und dann gab es also Situationen, wo der Kalender, je nachdem, ob man in einem evangelischen Land war oder in einem katholischen Land war, anders war. Und es gab sogar Zeiten, wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt in ein anderes Land gereist ist, war man im nächsten Jahr. Und wenn man wieder zurückgereist ist, ist man wieder ein Jahr zurückgereist.
Und diese Zeit nannte man zwischen den Jahren oder zwischen den Zeiten. Und das ist ein gutes Bild eigentlich für das, was wir tatsächlich erleben. Wir leben in zwei Zeiten. Die Zeit der Welt ist noch da und es ist die Zeit des Neuen schon da. Beide Reiche durchdringen sich, überlagern sich. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, das Reich Gottes und das Reich der Welt auseinanderzuhalten, weil das mischt sich meistens immer irgendwie. Ja? Man könnte ja denken, oh, in einer Gemeinde, wo Christen zusammenkommen, da ist das Reich Gottes. Und draußen in der Welt, da ist das Reich der Welt, das Reich des Vergeht, des Bösen vielleicht sogar. Aber kennt ihr in der Gemeinde ab und zu mal, dass man übereinander schlecht redet? Also ich weiß nicht, bei euch gibt es das nicht, aber vielleicht habt ihr schon mal von Gemeinden gehört, wo es das gibt. Vielleicht habt ihr auch schon von Gemeinden gehört, die streiten oder wo es Spaltungen gibt oder von Christen, die das mal gerne machen. Wie gesagt, bei euch wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich habt ihr schon mal Gerüchte gehört, dass es das gibt. Das heißt, auch da, wo Christen zusammenkommen, ist das Reich der Welt dummerweise irgendwie präsent. Und mega, wir haben bei uns im ZVM ein kleines Café und war vor einiger Zeit, wo wir eine neue Pächterin gesucht haben. Und dann hat sich eine Frau beworben, die ist keine Christin. Will sie auch nicht werden. Aber was sie lebt und was sie ausstrahlt, das ist sowas von Reich Gottes, dass ich manchmal denke, es kann eigentlich nicht sein. Ja? Aber das ist eben Gott. Dieses Reich Gottes durchdringt alles. Und manchmal leben Menschen Reich Gottes, obwohl sie es gar nicht checken, dass sie Reich Gottes erleben. Und von ihnen ausgeht. Und dieses Café ist so ein Ort des Segens und des Friedens, dass ich immer sage, es ist tatsächlich ein Stück Reich Gottes, obwohl die es betreibt, es nie und nimmer so sagen würde. Wenn wir wissen, dass es diese beiden Reiche gibt, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass wir lernen, das Reich Gottes immer da zu benennen, wo wir es sehen. Weil es manchmal in diesem Schwarz-Weiß oder in diesem Grau des Alltags untergeht. Und wir das manchmal einfach vergessen, dass dieses Reich Gottes da ist. Und deswegen müssen wir lernen, immer wieder von diesem Reich Gottes zu reden, zu sprechen, zu sagen, da war es und da habe ich was erlebt und da habe ich was erlebt. Weil wir sonst nur das Grau sehen. Ja? Das kennt ihr vielleicht von Klamotten. Also ich habe weiße T-Shirts, die, wenn ich die mir neu kaufe, irgendwann mal richtig schön weiß sind. Und dann werden die gewaschen und gewaschen und gewaschen und gewaschen. Und irgendwann denke ich immer noch, es ist ein weißes T-Shirt. Aber wenn ich dann ein weißes T-Shirt daneben halte, kennt ihr das? Ja? Dann stellt man fest, es ist grau geworden. Es ist nicht mehr weiß. Und so passiert es mit unserem Kopf, wenn wir über das Reich Gottes nachdenken. Wir denken, wow, das Reich Gottes ist cool und toll und so. Und dann kommen wir in unseren Alltag und in die Gemeinde und in das ganz normale Leben und so. Und dann vergraut es. Und dann brauchen wir immer wieder jemanden, der sagt, das ist es. Wir brauchen immer wieder diesen Referenzpunkt, das weiße T-Shirt, das gegen das Grau unseres Alltags gehalten wird. Wir sind, da ist es, da ist es, darauf will ich hin, das ist mein Ziel, da lohnt es sich, mein Leben einzusetzen, da will ich hin. Das ist das Beste, was Gott für uns bereit hat. Und das ist so ein Punkt, wo ich auch merke, da ist es auch gut, über Schmerz zu reden. Wir glauben, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Und das Reich Gottes ist ein Ort der Heilung, der Wiederherstellung und des Friedens. Und Jesus sagt so Sätze wie, wenn ihr bittet in meinem Namen, dann werdet ihr es bekommen. Das ist so ein Reich Gottes Satz. Und ich vermute, hier sitzen Leute, die schon mal gebetet haben, es ist nicht gekommen. Und vielleicht jetzt gerade in der Situation stehen, wo sie für jemanden beten, für eine Situation beten und es geschieht nicht. Und ich habe so den Eindruck, dass wir Christen, wenn wir das erleben, da ganz schnell drüber weggehen und sagen, hey, hat nicht sein sollen, war nicht dran, zum Nächsten. Aber tief in unserem Herzen passiert was. Nämlich wir verlieren ein Stück unser Vertrauen.
unseren tiefen Glauben. Und dann kommen solche Gebete raus wie, Jesus, wenn es dein Wille ist, dann mach doch. Aber wenn es nicht dein Wille ist, dann ist auch okay. Und das ist nicht mehr Reich Gottes. Reich Gottes heißt, Gott will heilen und Gott will erneuern. Aber da vergrauen wir, da senken wir unsere Erwartungen, weil wir merken, wenn wir die Erwartungen hoch haben, ist der Schmerz zu groß und das Risiko zu groß, zu glauben, enttäuscht zu werden. Und deswegen beten wir safe, grau, zwei Nummern kleiner. Und ich glaube, wir brauchen das, dass wir uns Zeit nehmen, diesen Schmerz, dass wenn Dinge nicht passieren, dass wir ihn annehmen und dass wir ihn auch aussprechen. Und dass wir ihn vor Jesus bringen und sagen, Jesus, du hast es nicht gemacht, obwohl du gesagt hast, das ist scheiße. Das hat mich verletzt. Und solltet ihr sagen, darf man das? Schaut euch mal die Jungs in dem Psalm an. Die haben das gemacht, seitenweise, mit wuchtigen Worten, ihren Schmerz rausgehauen über das, dass das Reich Gottes nicht sichtbar wird. Es gibt sogar ein ganzes Buch, die Klagelieder. Es sind 5 Kapitel, 6 Kapitel. Es sind nur 5 positive Verse drin. Der Rest ist nur Klage und Schmerz. Ich glaube, Gott hat absichtlich dieses Buch in die Bibel gesetzt, dass wir den Mut haben, auch den Schmerz über das, dass das Reich Gottes in meinem Leben nicht sichtbar geworden ist. Als vielleicht jemand gestorben ist und nicht zum Glauben gekommen ist. Dass ich diesen Schmerz auch Gott sagen kann und hinhalten kann. Meine Erfahrung ist, wir brauchen es, diesen Zeiten, wo wir diesem Schmerz auch Raum geben, damit wir das weiße T-Shirt wieder sehen können. Sonst geht unsere Seele in den Graumodus und wir verpassen so viel von dem, was Reich Gottes ist. Was sind die Kennzeichen des Reiches Gottes? Wie sieht es eigentlich aus? Was passiert da? Jesus selber in seiner Antrittsrede in Lukas 4 beschreibt das Reich Gottes mit Worten aus Jesaja 61. Und es ist tatsächlich vor allem Jesaja, einer der großen Propheten, der das Reich Gottes wirklich in leuchtenden Farben beschreibt. Es sind die anderen Propheten auch, aber Jesaja tut sich da in einer besonderen Weise hervor. Und ich möchte vor allem einen Abschnitt vorlesen, eben diesen Abschnitt aus Jesaja 61, 1-3, den Jesus sozusagen selber als die Vision des Reiches Gottes vorstellt, als er in der Synagoge in Nazareth diesen Text vorliest. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen und gebrochene Herzen zu heilen. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind und ihre Fesseln gelöst werden. Er hat mich gesandt, ein Jahr auszurufen, in dem der Herr Freiheit schenkt. Ich soll einen Tag ansagen, an dem Gott das Unrecht wieder gut macht. Ich soll alle Trauernden trösten und den Klagenden in Zion Freude bringen. Danach tragen sie einen Kopfschmuck, statt sich Asche aufs Haupt zu streuen. Sie salben sich mit duftenden Ölen, statt Trauergewänder anzulegen. Wo Verzweiflung herrschte, erklingen Loblieder. Man nennt sie Eichen der Gerechtigkeit, Gatten des Herrn, der seine Herrlichkeit zeigt. Was sind Zeichen des Reiches Gottes? Das erste, Freiheit. Frei zu sein von den Zwängen unseres Lebens, von dem, wie wir selber unser Leben auch leben. Frei zu sein von dem Druck, den andere auf uns ausüben. Wir sind frei, weil wir Christus gehören und sonst niemand. Gerechtigkeit ist ein Kennzeichen des Reiches Gottes. Da, wo Reich Gottes ist, geht man mit Menschen gerecht um. Und das bedeutet Gerechtigkeit. Jeder bekommt das, was er braucht. Das ist Gerechtigkeit.
Jeder bekommt das, was er braucht, um in seinem Leben blühen zu können. Ja, stellt euch vor, ihr habt einen Garten. Es ist ja interessant, dass hier auch der Garten dann erwähnt wird. Ein Garten des Herrn, das seine Herrlichkeit zeigt. Stellt euch vor, ihr habt einen Garten und überlegt euch, was ihr da pflanzt. Und es gibt ja Pflanzen, die passen an bestimmte Orte und passen an bestimmte Orte nicht. Ja, manche Pflanzen, wenn ihr die unter einen Baum pflanzt, dann gehen sie kaputt. Die müsst ihr in die Sonne pflanzen. Und andere Pflanzen müsst ihr unter einen Baum pflanzen, weil sie sonst kaputt gehen in der Sonne und so weiter und so fort. Und Gerechtigkeit bedeutet, jede Pflanze kommt dahin, wo der Platz ist, wo sie blühen kann und Frucht bringen kann. Ein schönes Bild für Gerechtigkeit. Das ist Reich Gottes. Friede. Shalom steckt da dahinter. Shalom. Friede ist dieses, ihr kennt es ja, wenn man Leute trifft, ja, wie geht's dir? Ah, alles gut. Ich finde 80% ist schon gut, wenn man das sagt, aber Shalom ist alles gut. Alles gut. Alles ist so, wie es sein soll. Mein Herz ist im Frieden, im Einklang. Die Menschen um mich herum sind im Frieden und im Einklang. Und die Welt ist im Frieden und im Einklang. Und es ist so spannend, dass durch diese Prophetie von Jesaja so ein brutaler Zug von Freude durchweht. Ja, überall Freude, Freude, Freude. Ist es eine Zeit des Jubels, eine Zeit der, ja, und man denkt sich, hä? Unsere evangelischen Christen und katholischen Christen in der Vergangenheit, das mit der Freude haben sie irgendwie überlesen, oder? Warum ist es so traurig geworden, die ganze Geschichte? Ich weiß nicht, wann das gekippt ist. Keine Ahnung. Irgendwann sind wir zur Traurigkeit gekippt. Ich war in England und da hatten wir einen Kontakt mit einem Musiker, der überhaupt kein Christ war. Aber irgendwie kam er auf Christen und Glaube oder so zu sprechen und dann hat er gesagt, naja, dann, wenn Christen nicht lachen, dann wäre er immer vorsichtig. Und ich habe gedacht, wow, du hast recht. Du hast recht. Weil das Reich Gottes hat immer was mit Freude zu tun. Und wenn du merkst, dass in deinem Glauben gerade die Freude fehlt, dann fehlt dir nicht etwas, sondern fehlt dir ganz, 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 ganz viel. Freude ist ein Kennzeichen des Reiches Gottes. Ein Kennzeichen des Reiches Gottes ist Gottes Gegenwart. Wir sind ein Garten, der seine Herrlichkeit zeigt. Gedanke geht zurück an den Garten Eden, als Adam und Eva mit Gott zusammen im Garten spazieren gegangen sind. Das ist das Bild. Reich Gottes ist Gottes Gegenwart. Reich Gottes ist nicht irgendwelche Regeln oder irgendwas, sondern ist vor allem Gottes Gegenwart. Und all die Dinge, die wir jetzt hier sehen, fließen, strömen sozusagen aus dieser Gegenwart Gottes. Heilung und Trost. Das sind die Kennzeichen des Reiches Gottes. Das ist der weiße Pulli. Das ist das weiße T-Shirt. Das ist das, worauf wir schauen. Das ist Reich Gottes. Da haben wir Sehnsucht. Das wollen wir sehen. Das soll in unserer Zeit kommen. Und wir bitten um das Reich Gottes, weil wir unter diesem Reich der Welt leiden. Wir leiden unter Hass und Tod und Wut und Gleichgültigkeit und Krankheit und Ungerechtigkeit. Und wir leben in einer Zeit, wo das, glaube ich, in einer Weise sichtbar wird, wie es ich in meinem kleinen menschlichen Leben noch nie wahrgenommen habe. Das sagen jetzt manche, wir leben in besonders schlimmen Zeiten. Ich sage nein. Wir leben immer noch, historisch gesehen, mit den besten Zeiten, die wir je weltgeschichtlich hatten. Ja. Wenn wir mal zurückbeamen, 200, 300, 400 Jahre, da haben wir das noch in einer ganz anderen Weise in unseren Ländern erlebt. Ich habe vorher vom 30-jährigen Krieg gesprochen, aber wir können auch an viele andere Zeiten zurückdenken. Uns geht es immer noch gut, aber gefühlt, ich in meiner kleinen Lebenszeit, die ich auf dieser Welt bin, würde sagen, es ist heute schlimmer, als es in meiner bisherigen Vergangenheit war, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und da merke ich, es kommt schon diese Sehnsucht nach dem Reich Gottes. Wie wäre das doch? Wie wäre das doch, wenn man nicht bei jedem Sturm Angst haben müsste, wieder Überschwemmungen? Wie wäre das doch, wenn man bei den Wahlen nicht Angst haben müsste, dass da irgendwelche Leute an die Macht kommen, die Quatsch machen? Wie wäre es doch, wenn wir wüssten, dass wir, wenn wir über Politik reden, wir einfach sachlich miteinander reden könnten? Wie wäre es doch,
wenn Stuttgart ein Ort wäre, an dem Menschen sicher sein könnten. Mich erschreckt es, wie oft in der Zeitung von sexuellen Belästigungen die Rede ist, wie häufig von Überfällen die Rede ist in unserer Stadt. Das erschreckt mich. Und das habe ich früher so nicht gesehen. Vielleicht habe ich es auch nicht gesehen, weiß ich nicht. Aber meine Wahrnehmung hat sich da verändert. Und ich sehne mich nach diesem Reich Gottes. Mehr, mehr, mehr denn je. Und deswegen beten wir, dein Reich komme. Weil wir uns sehnen, dieses weiße T-Shirt zu sehen. Weil wir uns sehnen, immer mehr von diesen weißen T-Shirts in dieser Stadt, in unseren Herzen, in unseren Gemeinden zu sehen. Weil wir uns sehnen, dass Menschen mit weißen T-Shirts Verantwortung übernehmen für unsere Stadt, für unser Land und für diese ganze Welt. Wir sehnen uns nach dem Heil Gottes, nach diesem tiefen Frieden, aus dem Menschen heraus leben und Verantwortung übernehmen. Und wir feuern Gott an, das Reich Gottes mehr und mehr aufzurichten. Dein Reich komme, das ist wie Fußball. Das ist wie die Cannstatter Kurve. Wisst ihr, was die Cannstatter Kurve macht? Die machen die ganze Zeit Betrieb. Die machen die ganze Zeit Betrieb und feuern ihr Team an. Und wenn die einen Fehlpass machen, dann pfeifen die nicht, sondern dann geben die erst recht Gas. Die feuern ihr Team an und sagen, go, go, go. Habt ihr Lust, das auch zu machen? Habt ihr Lust, Gott anzufeuern? Sagen, hey Gott, es gibt die Fehlpässe, es gibt den Schmerz, es gibt die Niederlagen, aber wir sind deine Cannstatter Kurve und wir feuern dich an. Geh ab, geh weiter, schieß Tore. Gott, dein Reich komme. Wir stehen auf deiner Seite und wir sind deine Fans und Gott. Wenn wir das Reich Gottes sehen, wir feiern es wie ein Tor in der Nachspielzeit, wie am Dienstag in Turin. Genauso feiern wir Momente, in denen das Reich Gottes durchbricht. Kleines Beispiel. Mich ruft eine Frau an und sagt, unsere Jungs waren letztes Jahr auf dem Hirschhof, auf dem Jungscharlager dabei und dieses Jahr können sie nicht mehr mit, weil sie zu alt sind. Also nächstes Jahr können sie nicht mehr mit, weil sie zu alt sind. Die würden aber gerne als Mitarbeiter mit, weil sie die Zeit so genossen haben und weil diese Zeit auf dem Hirschhof, in diesem Jungscharlager sie so geprägt hat. Sie können sich nicht vorstellen, einen Sommer ohne diese Zeit zu haben. Und dann haben wir gesagt, okay, die können gerne als Mitarbeiter mit. Bedingung ist, dass die jetzt von Dienstag bis Sonntag in den Herbstferien an einer Schulung teilnehmen. Mit den anderen Ziffertämmern. Also fast die ganzen Herbstferien investieren, um dann eine Woche, 6 Tage, auf dieses Jungscharlager mitzugehen. Und wir haben gedacht, machen die nie. 5 Tage investieren, um 6 Tage dann wiederum zu arbeiten, ja? Und die Jungs haben sich sofort angemeldet. Die waren bei der Volkshochschule angemeldet zu irgendeinem geilen Volkshochschulkurs. Die haben den sausen lassen, sich abgemeldet und haben sich angemeldet und haben gesagt, wir wollen unsere Zeit investieren. Und da merkt man, ja, die haben etwas gespürt von dieser Liebe, von dieser Wärme, von dieser Wahrheit, von dieser Kraft Jesu und sind deswegen bereit, mit 13, 14 ihre Herbstferien an den Nagel zu hängen und zu investieren in das Reich Gottes. Und da seht ihr es, wie es aufblitzt, sichtbar wird. Menschen erleben Gottes Gegenwart und sagen, das ist das, wonach ich Hunger habe. Und dafür bin ich bereit, echt zu investieren. Wir feiern solche Momente wie Tore in der Nachspielzeit. Und ich komme so langsam zum Schluss. Was heißt es jetzt für dich, für mich, für uns, dass wir uns ganz persönlich immer wieder in diesen Einflussbereich des Reiches Gottes stellen? Ich habe am Anfang gesagt, das Reich Gottes ist wie Wasser, das in so einen Schwamm oder in die Erde oder in irgendwas so einsickert. Stellt euch mal vor, so einen Schwamm, ja, kennt ihr den vorher richtig durchtränkt mit Wasser. Und was passiert, wenn du den hochhebst?
Was passiert da? Da trieft es raus, ja. Da trieft es raus. Musst du nicht mal drücken. Das läuft von alleine raus, ja. Wie cool wäre das, wenn du so ein Mensch bist, vollgesogen mit Reich Gottes. Und egal wo du bist, hinterlässt du Spuren. Sabberst alles voll. Wie cool wäre das, hä? So zu leben, dass das Reich Gottes mich durchdringt. Es sind die letzten Poren meiner Seele, meines Lebens, meines Leibes, meiner ganzen Existenz hineinkommt. Und dann, egal wo ich bin, fange ich an, das zu verteilen. Freiheit. Freiheit zu erleben, nicht auf das schauen zu müssen, was andere über mich denken, sondern zu sagen, hey Gott, du denkst gut über mich und jetzt kann ich so sein, wie ich bin. Und was die anderen denken, ist mir egal. Gerechtigkeit zu leben, einzustehen für die, die es gerade schwer haben. Ein Mensch zu sein, um den herum Frieden sich ausbreitet, weil da einfach Ruhe ist. Ein Mensch zu sein, der Freude verbreitet, egal wo er ist, und selber in der Freude lebt. Ein Mensch zu sein, der von der Gegenwart Gottes, ganz erfüllt und durchdrungen ist. Und der dann, egal wo er hingeht, diese Gegenwart Gottes einfach transportiert. Findest du es so schön, Hesekiel hat so einen Thronwagen gesehen. Und er sagt, das ist die Herrlichkeit Gottes. Und Paulus schreibt, dass die Herrlichkeit Gottes in uns ist. Das heißt, wir sind wie so ein Thronwagen. Und wenn ihr zur Arbeit geht, dann zieht da der Thronwagen ein. Oder an die Schule oder in eure Familie hinein. Die Herrlichkeit Gottes geht von euch aus. Ich möchte mich da reinstellen, ganz durchdringen lassen, um dann das auch ganz leben zu können. Heilung. Ja, wir dürfen um körperliche Heilung, aber auch um seelische Heilung beten. Und ich glaube, das ist mehr denn je notwendig. Dass Heilung, dass wir selber Heilung erleben, unsere Seele auch Heilung erlebt von unseren Wunden und Dingen, die wir in unserem Leben mitbekommen haben. Und dann auch Menschen sein können, die heilen und trösten können. Wir leben in seinem Einflussbereich. Und wir wollen alte Verhaltensweisen und Denkmuster ablegen. Die Logik dieser Welt ist, wenn, dann. Wenn du das machst, dann passiert das. Reich Gottes Logik ist, lass Gott in dein Leben. Und dann wird dir alles andere zufallen. Lass Gott in dein Leben. Lass den Frieden in dein Leben. Lass Gerechtigkeit in dein Leben. Und dann werden sich die Dinge entwickeln. Vielleicht auf ganz andere Art, als du dir es geplant hast. Ich bin sogar davon aus, ganz sicher auf ganz andere Art, wie du dir es geplant hast. Aber es wird eine Veränderung geben, die vom Himmel herkommt. Ich merke, ich muss diese Wenn-Dann-Logik komplett neu immer wieder verlernen. Ich muss immer wieder verlernen, diese blöde Frage, was denken die anderen? Was erwarten die anderen? Was ist jetzt angemessen? Was ist jetzt richtig? Ich muss das konsequent verlernen. Und ich möchte dem Reich Gottes höchste Priorität geben. Dieses weiße T-Shirt, das will ich. Und ich will alles, was ich habe, investieren, um das zu gewinnen. Denn wenn wir das tun, werden wir alles bekommen, was wirklich, wirklich wichtig ist. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst, nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit.
so wird euch das alles zufallen. Merkt ihr? Nicht genommen, gemacht, selber gestaltet, sondern Zufall. Wir denken, wenn wir Gemeinde bauen, müssen wir uns einsetzen, kämpfen, investieren, Pläne schmieden. Und Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Die Kraft da investieren, offen zu sein für Gott, für sein Reich, für seine Gegenwart. Dann wird er tun, was er tun will. Und es ist gut. Es ist gut. Besser als unser Plan. Wahrscheinlich ganz anders, aber besser. Jesus, wir wollen deine Fans sein. Wir wollen stehen in der Cannstatter Kurve und dich anfeuern, dass du dein Reich auf die Erde bringst. Und wir wollen uns selber hineinstellen in dein Reich, uns durchdringen lassen. Wir wollen dem Raum geben, dir die Ehre geben und alles, was von uns kommt, zunächst mal einfach zurückstellen. Prio 3, Prio 4. Du sollst Prio 1 sein. Und ich möchte mein Leben darin investieren, dass ich in deinem Reich lebe und dein Reich dann auch sichtbar machen kann in dieser Welt. Wir wollen dich ehren, Jesus, und dich anfeuern und dir dienen. Amen.